Grüßt euch, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei mir auf dem Kanal. Folge 3 von LS22 Mühlenkreis Mittelland. Und wie versprochen, die Folge geht's los mit dem Ackern, mit dem 500er. So. Wir machen dann schon mal gleich einen Ackerfluch dran. So. Fahren hier ran. Na, so. Anhängen. Schläuche dran. Und dann heben wir das Ganze. So. Folgendes für die Folge geplant. Erstmal pflügen wir jetzt noch die Felder, die nötig sind. Also das wären jetzt noch hier die 12 meines Wissens nach und die, nee, die 13 und die 8, die müssen wir jetzt pflügen und grubben. Die 4, den kleinen Kartoffelacker, habe ich schon gemacht. Vor einer Woche ungefähr habe ich schon alles fertig. Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis die Kartoffeln gesetzt werden können. Ich muss jetzt nur noch hier einmal die 13 machen, da wollen wir dieses Jahr Mais drauf machen. Und einmal die 8, da wollen wir Raps drauf machen. Und dann, wenn wir es noch schaffen in dieser Folge, krummen wir das Ganze natürlich auch. Und ich denke mal aber, dass wir das Sehen erst in der nächsten Folge schaffen. Wenn wir natürlich schnell unterwegs sind, schaffen wir es auch noch in dieser. Aber, ja. Wir fahren jetzt erstmal zur 8. Die mache ich als erstes. Das ist nämlich auch ein etwas kleinerer Acker. Aber wir wechseln dann nächstes Jahr wieder zwischen 13 und 8. Da kommt auf die 8 Mais und auf die 13 ein bisschen Raps. Dann kann ich von dem Raps noch ein bisschen was verkaufen, weil Mais bleibt meistens immer ein bisschen was noch übrig vom Vorjahr. So. Hier unten den kleinen Schuppen habe ich euch bestimmt auch noch nicht gezeigt. Kann ich ja mal kurz anhalten. So. Hier ist unser Brennholzschuppen. Hier lagern wir das Brennholz. Können wir nochmal gucken. Ah, hier hinten da ist auch noch so ein kleiner Anbau. Da können wir mal hoch gucken. Ah, man sieht es jetzt nicht, kann ja mal von außen zeigen. Hier steht auch noch alles voll mit Brennholz. Also, ja. Es war zwar mal mehr, tatsächlich, das gebe ich zu, aber es ist trotzdem nicht schlecht. Und wo wir aber viel Ertrag bekommen müssen, sind bei den Kartoffeln, weil ich da nämlich noch was an Felix und an Luke verkaufen werde. Da ich das ja alles natürlich nicht selber für meine Schweine brauche und auch für den Eigenbedarf. Zum Essen brauchen wir das auch nicht alles. Deshalb gebe ich davon noch ein bisschen was ab. So. Wir sind dann jetzt schon an der 8 angekommen. Ja, Flug ist sogar richtig rum, das ist top. Fahren wir gleich hier ran. Schalten schon mal eine Gruppe runter. So. Machen den Flug runter und dann würde ich sagen, geben wir mal Gas. Nein, probieren wir, ob es im vierten packt. Ah ne, ich muss wahrscheinlich im dritten bleiben. So. Ja, Flügen mit dem 500er ist eigentlich immer ganz schön. Den Flug hier, den packt er eigentlich ganz gut, den Grubber auch. Ich muss aber zugeben, beim Grubber hat er ein bisschen mehr zu tun wie am Flug, weil der Grubber ist ein bisschen größer wie der Flug. Den Flug haben wir nämlich jetzt, glaube ich, schon knapp 15 Jahre, oder kommt das hin? Naja, auf jeden Fall weiß ich, den Grubber, den haben wir vor, mal schnell runter, hier sind wir mitten auf der Hauptstraße. Den Grubber haben wir vor 2 Jahren, glaube ich, neu gekauft. Ist ein Köckerling, 3 Meter. Bin echt super zufrieden mit dem Teil, das ist richtig gut. Ja. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt wieder im Zeitraffer und sehen uns dann
wenn wir fertig sind. Bis denn. So, es ist jetzt relativ viel Zeit vergangen tatsächlich. Wir haben jetzt schon kurz vor 7. Ich habe jetzt die 8 und die 9, 8 und 13, Entschuldigung, 8 und 13 fertig gemacht. Also der Bulldog, wie man hier schon an der Anzeige sehen kann, da ist kaum noch Sprit drin. Also das muss ich mindestens morgen früh nochmal, muss ich tanken fahren. Aber ja, den Flug habe ich jetzt sauber gemacht. Ich möchte... Also fahre jetzt den Flug nur noch rein. Obwohl, nee, den kann ich eigentlich mal über die Nacht draußen stehen lassen. Es soll eigentlich nicht regnen, weil den Grubber brauche ich nämlich morgen. Ah nee, komm, ich stelle ihn rein, ist wurscht. Den Grubber brauche ich nämlich morgen früh. Dann fahren wir nämlich Grubben und dann direkt sehen. Einmal Mais. Einmal habe ich mir dann doch überlegt, doch kein Raps, sondern Sojabohnen. Und dann wird endlich mal der Eicher wieder angemacht, denn wir müssen Kartoffeln setzen. Das machen wir dann logischerweise mit dem Eicher auf die 4, auf den kleinen Acker. Und da habe ich ja schon gesagt, dass dann wahrscheinlich Luke und Felix werden sich dann Kartoffeln von uns holen. Das haben wir dann ein paar Abnehmer, das ist ganz gut. So. Das ist auch immer eine enge Stelle hier. So, dann sind wir für den heutigen Tag, glaube ich, fertig. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann am nächsten Tag. Bis denn.
So, grüß euch, Leute. Wir haben jetzt mittlerweile einen neuen Tag. Viertel nach acht. Ich war schon an der Tankstelle. Man sieht es, der Bulldog ist randvoll. Und ja, ich habe schon das Gewicht vorne dran. Das heißt, wir müssen jetzt grumm, also wieder ackern. Wie wir das jetzt eigentlich schon die ganze Folge gemacht haben, geht es heute wieder mit dem Grubber aufs Feld. Müssen wir jetzt die 8 und die 13, ich vergesse immer, was für eine Nummer das ist, 8 und 13 müssen wir jetzt grubben. Und danach müssen wir sehen. Ob ich das aber in der Folge noch schaffe, das weiß ich nicht, weil ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wie lange die schon wieder geworden ist. Aber ja. Auf jeden Fall fahre ich jetzt noch schnell mit dem Grubber zum Feld. Es geht ja mal relativ fix eigentlich. Die Felder sind ja relativ in der Nähe. Wenn ich da schon sehe, das Gras steht eigentlich relativ gut. Also ich weiß auf jeden Fall, im Mai will ich jetzt den ersten Schnitt dieses Jahr mal machen. Da will ich Siloballen machen. Alle Wiesen, die wir haben, einmal gemäht und Silage drauf, weil jetzt zur Zeit Mischration. Habe ich jetzt die letzten 2 Tage jetzt keine gegeben, da haben sie mal nur Heu bekommen. Aber das geht auch. Die machen sich ganz gut, auch ohne Mischration, weil Silage ist bei mir nämlich zurzeit etwas kritisch. So. Ich habe schon bei Luke mal ein paar Ballen geholt an Silage. Oh, das geht auch eigentlich ganz gut hier mit dem Grubber. Also letztes Jahr hat er sich ein bisschen schwerer getan, keine Ahnung warum, aber jetzt hier macht er das so super. Also da habe ich dann schon 2 Ballen mal bei Luke geholt, weil ich da nichts mehr hatte. Also Silageballen hatte ich letztes Jahr zu wenig gemacht. Weil ich mache nämlich eigentlich immer am Anfang vom Jahr einen großen Schnitt Siloballen. Und da meistens nochmal so September rum, Anfang September oder Ende August, nochmal so eine Wiese oder 2 Wiesen mit Siloballen und dann hat das eigentlich immer fürs Jahr gereicht, aber letztes Jahr war der Ertrag halt nicht so hoch. Auf allen Wiesen, da war es relativ dürr. Deshalb war das da jetzt nicht so pralle. Aber hoffentlich wird es dieses Jahr besser. Ich habe schon gesehen, das Gras steht sehr gut. So. Ich mache das wie immer. In einem kleinen Zeitraffer und wir sehen uns dann, wenn wir fertig sind. Bis denn.
So, ich bin jetzt nach langer Arbeitszeit wieder endlich fertig geworden mit den beiden Feldern. Die 8 habe ich jetzt und die 13 fertig. Und ja, ich würde aber sagen, die jetzige Folge neigt sich dann auch schon dem Ende zu. Wir machen dann, also setzen dann die Kartoffeln, den Mais und die Sojabohnen. Das machen wir dann in den nächsten Folgen, also in der nächsten Folge. Der Hannes hat sich, hat vorhin noch angerufen, hat gefragt, ob er mir helfen kann. Da habe ich gesagt, ja, es wäre sehr nett. Der würde dann die Sojabohnen da hinten dann für uns sehen. Das ist eine große Arbeitserleichterung und ja. Ich würde dann aber auch sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich stelle jetzt hier nur noch den Grubber dann schnell wieder rein, den Flug. Au, hol dann die Sämaschine raus. Wir sehen uns. Bis dann, haut da renne. Tschö.